Gehorsam. Ja, da hast du vermutlich recht. Wir sind wahrscheinlich der Einzige. Dürfte ich Jote vom See erzählen? Ich gehe aber raus, beziehungsweise lass im Hintergrund laufen, weil ich mich aber. Jute, will mich aber nicht spoilern. Viel Spaß hier. Alles klar, danke für den Raid. Während wir unterwegs sind, möchte ich, dass du über Clives Kameraden wachst. Omiya Lostelan Tui Sargelith. Es fehlt ihnen an erfahrenen Kämpfern, die das Versteck im Ernstfall beschützen können. Aber es ist meine Pflicht, euch... So wie es meines Bruders Pflicht ist, nicht wahr? Wenn es das ist, was ihr wünscht... Hat er die Ver... Aber bitte, gebt Acht auf euch. Wenn euch etwas zustöße, ich... Hat er die verzaubert? Du hast mein Wort. Oh. Ja, das hat Clive und Jill noch nicht geschafft. Aber dieser Spruch war komisch. Ich glaube aber ganz genau, dass ihm was passieren wird. Lebt wohl, Milord, Milady. Wir danken euch, Jutta. Ichil guckt immer so, so, ich weiß nicht. Tut dir richtig weh. Finden wir unsere Freunde. Was? Wirklich? Unsere Freunde? Das wird wahrscheinlich ein böser Kampf gegen Ultima. Die Monsterkämpfe sind echt übel. Der Kampf gegen Titan war einfach Hammer. Der Anfangskampf, Phönix. Er hat schon wehgetan. Scheint dir sehr viel zu bedeuten. Sie mir auch. Deshalb musste ich sie gehen lassen. Verstehe. Komm, sieh dich ruhig um. Diamantschwert habe ich schon. Meteoritengestein, Diamantarmreife habe ich schon auf plus 2. Einverstanden. Vielen Dank. Vielen Dank für die Blumen. So, gehen wir mal ein bisschen weiter. Ich bin echt mal gespannt, was der nächste Domini wird, aber ich glaube nicht, dass wir den heute schaffen. Sir. Wie läuft die Suche? Gut, euer Gnaden. Mein Bericht wird euch bald erreichen. Jote ist auf meine Bitte hin ab jetzt andernorts beschäftigt. Es ist ihre Pflicht, euch zu schützen. Gewiss. Doch wie ihr seht, ist mein erster Schild wieder an meiner Seite. Gestatten, Cyril, Ritter der Ewigen und Führer der Flammenfeder. Ernannter Chronist und Schreiber seiner Gnaden Joshua Rossfield, dem Auserkorenen des Phönix und Großherzog Rosarias. Ich habe Cyril gebeten, die Aufsicht über die Nachforschungen zu Ultima zu führen. Alle Hinweise seiner Brüder und Schwestern trägt er zusammen und ordnet und archiviert sie dann hier. Ich kann das Spiel gar nicht richtig kommentieren und oder Let's Playen, wenige, Milady. Weil ich selbst die Story Doch wissen will. Jeder einzelne von uns ist dem Phönix treu ergeben. Damals, wie auch heute noch, auf ewig. Verstehe. Weil du dann teilweise so eng nicht allein. Und mit Informationen zugeballert wird. Wäre ich nicht hier. Vertrau ihnen, Clive. Ja? Ist der Phönix das Licht, sind wir die Schatten, die sein Strahlen entfaltet. Im Verborgenen wollen wir dienen, so wie ihm. Nun auch euch. Bitte nehmt dies an euch. An diesem Abzeichen
können die Mitglieder unseres Ordens euch erkennen. Oh, okay. Kann ich euch sonst noch dienen? Nein, ihr könnt gehen. Jawohl. Auf nach Canva. Irgendwann erklärst du mir das. Ja gut, Clive. Ich meine, so, komm schon. Scheint etwas, du hast ziemlich seltsame Kameraden, Joshua. So, ich würde gerne noch mal ein bisschen kämpfen könnte mal wieder sein. Die Städte werden belagert? Warte mal, da muss ich hin. Frage ist, ob ich da hin will. Ich meine, die meisten meine Stammleute kennen mich. Ich bin meistens immer derjenige, der dahin laufen will, wo er nicht lang muss, um auch nichts zu verpassen. Und sich dann verfranst und merkt, ja, 5 Minuten später, ne? Orks. Papa ist hier. So. Ruhe im Karton hier. Ich bin halt teilweise echt gespannt. Na kommt. Alter, Joshua. Ja, sollte ausreichen. Ich will zwar nichts sagen, aber die meiste Zeit, die meisten Schaden habt ihr gemacht, Mädels und Jungs und Honi. Ich habe ja die meiste Zeit nur da rumgestanden und habe Bahamuts Fähigkeit aufgeladen. Life. Rauch. Ist die Stadt gefallen? Hoffentlich nicht. Aber es könnte interessant werden. Canva scheint sich noch nicht geschlagen zu geben. Ob wir in dem Gewirr Gav und die anderen finden? Wir wollten uns in einem Lager am Hafen treffen, wenn etwas schief läuft. Beeilen wir uns. Okay. Tja, würde sagen, kritisch. Aber endlich können wir hier hin. Aber wir haben noch so viele Nebenquests offen. Ich weiß halt nicht, ob ich die mal offscreen machen soll oder nicht. Alt Canva, freie Städte von Canva. Ja, noch. Speicherquartier. Fällt natürlich nicht auf. Hört ihr es donnern? Ja, schick die Chill vor. Das ist nicht so bedrohend. Endlich! Ich hab schon gedacht, du wärst von der Klippe gestolpert. Habt ihr von der Klippe geschissen? Schieß nicht von dir auf andere. Schön, euch zu sehen. Gab's Ärger unterwegs? Nicht der Rede wert. Da seid ihr ja.
Und ist das etwa... Ja. Wenn ich vorstellen darf, mein Bruder. Joshua. Clive hat schon von dir erzählt. Endlich treffen wir uns mal. Ich bin Midderdoll. Aber alle nennen mich Mid. Midderdoll. Me, Lady. Keine Angst, Joshua. Die hat Eier. Hallo, Onkel. Mein Junge. Onkel Byron. Du bist es wirklich, dass ich das noch erleben darf. Und diese Akasischen wurden gesteuert? Ja, sah ganz so aus. Gesteuert? Wahrscheinlich von Ultima, ne? Blick, blaues Leuchten. Sie waren verwandelt, aber sie haben keinen Mucks von sich gegeben. Das muss ich leider bestätigen, Clive. Da waren ganze Trupps in den Straßen. Sie bewegten sich gezielt in Gruppen und wie auf Befehl. Stehe. Ultimas Werk? Vielleicht. Und die Stadt? Die Bürger? Tot, fürchte ich. Zum Glück nicht alle. Ein paar von ihnen sollen sich in der Kuria verschanzen, gleich hinterm Händlerviertel. Und am anderen Flussufer sollen sich auch noch einige in ihren Häusern verstecken. Wenn die Akasischen die Leute dort entdecken, werden ein paar Türen sie nicht aufhalten. Können wir nicht einfach mal aufräumen? Holen wir sie da raus. Schnell. Was schlägst du vor? Wir werden uns aufteilen. Ich gehe Richtung Händlerviertel und du suchst am anderen Ufer. Würdest du mit ihm gehen? Natürlich. Gemeinsam finden wir sie bestimmt. Verstanden. Was ist mit uns? Mit. Ist es fahrtüchtig? Das Schiff, der Mithril-Antrieb braucht noch ein paar Justierungen. Dann beeil dich, ja? Selbst wenn wir die Überlebenden retten, schaffen sie es niemals zu Fuß. Überlass das mir. Könnt ihr beide mit den Rücken frei halten? Schaffen wir mit links. Ich pass auf sie auf. Hast mich wohl an der Backe, Byron. Für dich, Lord Rossfield, du vorlautes Gör. Ehrlich. Schön. Wollen wir auch? Und Sid geht alleine. Ah ne, der hat doch noch sein Hundi. Passt auf Clive auf, ja? Stimmt, habe ich vergessen. Entschuldigung. Seid vorsichtig. Ihr beide. Du auch. So, wollen wir mal den Lümmel in Lümmel langziehen. Der Untergang. Los, Torgal. Suchen wir die Überlebenden. Gegen diese Bestien haben sie keine Chance. Wir werden keine Überlebenden schaffen, hinkriegen. Aber ohne die Skills wären wir auch am Arsch, sind wir ganz ehrlich. So, jetzt gibt's erstmal Ciao Jay. Auf die Schnauze, du Lappen. Hm.
Au! Du Lappen! Lass meinen Hund in Ruhe. Au! Pisser. Ich hab so das Gefühl, so richtig Damage mache ich an dem nicht. So, weg mit diesem verfickten Waldförster, fickenden Rosettenfetischist. Den machen wir jetzt platt. Beziehungsweise er liegt ja schon im Staub. Ich habe die Befürchtung, dass wir hier niemanden retten können. Hier war ich doch schon mal. Ja, hier ist schon alles aufgeräumt. So wenige von euch. Ah, dieses Kackschild. Ist das die Valuta-Armee? Nichts als Monster mehr. Nichts mehr als Monster. Naja, komm. Hier war ich schon mal. Der muss auch schon mal. Dieses R2 macht überhaupt keinen Sinn. Tatsächlich. Das ist kein Minispiel. Du kannst da nichts gewinnen. Du kannst da nichts verlieren, wenn du es verkackst. Du kannst überhaupt nicht verkacken. Das ist einfach nur. Du brauchst halt nur eine Minute länger, um dein. Die. Ein paar Sekunden länger, um die scheiß Tür zu öffnen. Könnte man ein bisschen Zeit sparen. Oder ist es dafür gedacht, um. Au. Komm her. Die Pfahlramme ist halt echt übel. Einfach aus dem Aspekt her, dass du da halt dich ausweichen kannst, wenn er halt die Ramme macht und du kannst es auch nicht kontrollieren. Das bedeutet, du nimmst jeden Schaden voll wahr. Au. Der hat wesentlich mehr Zeit gefressen, als er sollte.
Na gut, ich hätte vielleicht hier den Dingsbums ein bisschen mitnehmen sollen, aber ich bin ja eine Pussy. Also lieber draufkloppen und gucken, dass meine Rüstung stärker ist als seine. Ich kriege aber gut Heiltränke tatsächlich. Das ist schwach. Ich dachte, ich könnte... Ja, so ein 360-Dreher wäre hier schon geil. So, aber hier machen wir mal Ruhe. Also grafisch das Spiel schon schick, aber man muss auch sagen, PlayStation hat damit ganz schön zu kämpfen. Also wenn viel los auf dem Bildschirm, wird schon kritisch. Obwohl ich eigentlich den Performance-Modus anhab. Also den der Framerate bevorzugen. Das war was Großes. Joshua und Jill haben wohl zu tun. Also, ich habe ja auch nicht unbedingt... Alter. Ich habe ja jetzt auch nicht... Aua. Unbedingt mit was Kleinem zu tun. Au. Jetzt aber. So, jetzt frisst du aber mal, du Lappenlurch. Au. Das ist die Kurie, wo der Stadtrat tagt. Vielleicht sind hier noch Überlebende. Ich würde sagen, nein. Haben wir ja gesehen, hier ist, ja, hier hat jemand aufgeräumt. Das tut gut. So, nehmen wir mal einen Heiltrank. Supertrank, verdammt! Ich hab's gewusst, hätte ich den Heiltrank nicht genommen. In Gunst des Lichts, Flare-Atem.
Vielleicht sollte ich hier mal gucken. Verringert die Wartezeit von Männern von Lebensflamme um 12 Sekunden. Erhöht die Wirkung von Haltring um 20%. Unterschreibung. Ja, das ist so der Leeratem. Ich hab doch gar keinen Flair-Atem. Super trinken. Erhöht den Schaden von Kombos um 5%. Heiltrink um 40%. So, warte mal. Gunst der Erde. Neutralisierung von Ionenschlag. Ah, ich habe keinen Flair-Atem, verdammt. Na, ja, da machen wir mal hier so Heil, so Heilstuff. Niemand hier. Diese Kreaturen. Vielleicht Ultimas Macht denn so weit. Was zur Hölle geschieht hier? Die Geister fressen zu viel. So, Ruhe im Karton. Du sorgst für gehörigen Tumult. Aber ich hatte nichts anderes von dir erwartet, Mythos. Du wieder. Langsam könntest du dich vorstellen. Erst entweichst du unser Grab. Und jetzt bist du hier. Mit einer Armee voll Marionetten. Manieren, Lord Rossfield. Das sind Menschen, wie du und ich. Nur werden sie nicht vom Willen belastet, der unser Eins seit langer Zeit schon so plagt. Der Hund mag ihn nicht. Sie sind rein. Sie sind also mag ich ihn auch nicht. Göttlich. Nein, sind sie nicht. Dies war eine Stadt des Frevels. Und nun sind es nur sie, die noch stehen. Dafür wirst du bezahlen. Wie du wünschst. Ich gebe zu, dass ich mich sehr auf diesen Augenblick gefreut habe. Gestattet mir dieses Vergnügen, Majestät. Der Leib wird nicht zu Schaden kommen. Ich bin Sleipnir von Haus Harvard. Und du unterliegst. Mythos! Bist du bereit, dein wahres Ich zu entfesseln? Zu langsam. Gut gemacht, Hoffmann. Right.
So. Teleportieren, du feiger Lappen. Es war auch schwer, meine Enttäuschung zu überspielen. Von unserem Auserwählten hatte ich mir einfach so viel mehr erwartet. Vielleicht kann ja das deine Flammen entfachen. Was jetzt? Ein Geschenk aus dem Arsenal meines Lehnsherrn. Und hier. Sieh genau hin. Lass mal aufhören zu. Oh, Hundi hat sich verwandelt. Es wird also doch ernst. Kann sie übertreiben? Gar nicht gut. Au. Alter, der geht mir gerade so auf den Piss. Das glaubst du nicht. Immer. Ja, klar. Darf ich auch mal... Wollte schon sagen. Einmal getroffen. Au. Das tut gut. Yep.
So. Das war alles? Was heißt alles? Der Kampf war gut, aber dafür, dass es einen Namen... Stark. Mein Herr. Ich kriege aber keine Kraft von dem jetzt. Du lebst? Ihr zum Glück auch. Ja, tun wir. Wir sind leider zu spät gekommen. Die Akasischen waren schon da. Nun, ihr habt's versucht. Ja gut, ich konnte aber auch keinen retten. Wir waren alle zu spät. Was ist? Warum sieht er den... Nichts. Hoffe ich. Warum sieht er dem Bahamut-Träger so ähnlich aus? Allewiger. Verlässt du uns schon, Mythos? Der König. Ganz recht. Kniet nieder vor Barnabas Tarm. Wächter von Ashra und König von Valut. Zurück. Ich glaube, der ist nicht schlecht. Sie sehen sich aber relativ ähnlich. Mit einer Hand am Rücken. Bark. Für den Bezwinger meines teuren Kommandanten. Dennoch sehe ich, warum mein Meister dich begehrt. Die Macht in dir, Mythos. Die Chance. Hör auf, mich so zu nennen! Aber Mythos ist der Anfang. Du bist das Fundament der Schöpfung, der Leib des Herrn. Das ist dein Zweck. Mein Zweck? Ich soll diesem Ding Körper und Seele aushändigen? Nein, Majestät. Mein Leben gehört mir. Ich habe meinen Freunden ein Versprechen gegeben. Und nichts wird verhindern, dass ich es halte. Du lässt dich von diesem Irrglauben des freien Willens deiner wahren Größe berauben? Wahrlich, wie ein wucherndes Geschwür, das entfernt werden muss. Warum haben wir die solche Fähigkeiten? Menschen.
schwach wie alle anderen. Joshua! Oh, Jill geht ab. Das gefällt mir gar nicht. Macht. Und sie nutzen sie als Krücke. So verschwindet. Wenn der jetzt unsere Chill fertig gemacht hat, werde ich das Spiel sofort beenden, deinstalliert und die Disk zerbrechen. War ein Spaß, aber das wäre echt übel, wenn das doch so passieren würde. Nicht Chill. Wird er es schaffen? Phönix kann Wunden schließen, doch der Geist muss allein heilen. Ich befürchte, ab jetzt liegt es an ihm. Dieser Ort ist erstaunlich. Ein Bau solchen Ausmaßes. Doch ihr haltet ihn versteckt? Im Schiff da sind Wunder, für die wir noch nicht bereit sind. Wenn die Gilden davon Wind bekämen, würden sie alle anklopfen. Und wie geht's ihm? Er liegt da steif wie ein Brett. Vorwürfe. Er hat kaum geatmet, als ihr angekommen seid. Er wäre gestorben, wärst du nicht gewesen. Nein, Barnabas mag jede einzelne Sehne in Clives Körper durchtrennt haben. Doch er ging sicher, dass er ihn nicht töten würde. Jede einzelne Sehne? Erlaubt mir, eure Lordschaft. Was fällt mir denn bitte ein, euch die Arbeit aufzuhalsen? Ich bringe meinem kranken Neffen liebend gerne eine kleine Stärkung. Ja, genau, mit 5 Liter Schnaps. Schon logisch. Ihr habt schon so viel für uns getan. Pumpt eure Gill in unser Versteck und jetzt das Schiff. Ich will nicht unhöflich sein. Du riskierst dein Leben. Und wofür? Du kennst mich doch kaum. Warum? Seid ihr alle verrückt oder was? Ja, ein bisschen gaga sind wir schon. Das passt schon. Das geht vielleicht zu weit. Clive! Du bist wach. Mein Junge. Ich möchte einfach nur helfen. Denn die Welt rettet sich nicht selbst. Es war Sid. Dein Vater, der mich das gelehrt hat. Klingt nach ihm. Tu das ja nicht nochmal. Wo sind die Valuta? Die Feiglinge sind abgehauen. Auf ihrer Galeone. Mit dem König an Bord, natürlich. Die Einherja segelt nicht ohne ihn. Was mit Jill? Clive. Jill ist nicht bei uns. Was meinst du? Während sie dich gerettet haben, hat sie den Weg versperrt. Keine Sorge, Matt. Jill lebt. Wir spüren den Äther ihrer Esper. Und solange das so bleibt, ist es sicher, dass sie noch lebt. Okay. Ich dachte schon. Folgen der schwarzen Galeone. Jill ist beim König, ich weiß es. Na, viel Glück dabei, denn mein Schiff kommt hier nicht los. Es ist der Mithril-Antrieb. Er schlägt aus wie ein wilder Chocobo und die Teile kommen damit nicht klar. Aber du hast eine Idee.
Es war so klar, dass wir da jetzt noch nicht bereit dafür sind. Aber ich brauche noch was. Mein Paps hat das sicher kommen sehen. Wenn ich seine Schriften hätte. Wenn du seine Schriften hättest, dann lägst du uns einem Felshaufen begraben. Otto hat aber noch ein paar retten können. Er müsste einige Seiten in seinem Lager haben. Okay. Dann müssen die wohl reichen. Tut, was ihr könnt, um ihr zu helfen. Ich rede mit Otto. In deinem Zustand? Du gehörst ins Bett. Mag sein. Aber die Welt rettet sich doch nicht selbst. Ach ja. Gut. Ist nicht so schön. Vor allem, da ich nicht weiß, wo was mit Jill schon wieder passiert ist. Aber dass wir so eine Machtkompetenz-Differenz haben, das lässt mich dann schon so ein bisschen zweifeln. Laut Gav kann Otto weiterhelfen. Ich würde aber teilweise echt sagen, ich speichere jetzt hier mal. Achso. Ich habe jetzt gedacht, ich hätte den falschen Knopf gedrückt. Weil ich immer, ja, weil ich ständig die ganze Zeit die Controller wechsle. Und Nintendo meint ja, ja, machen sie es mal anders. Gut. Erstmal vielen Dank dafür, dass ihr alle da wart. Das weiß ich sehr zu schätzen. Danke für den Raid auf jeden Fall, falls der Betreffende da noch zuhört. Boah, sieht das warm. What the fuck? Seit wann wird eine CD so heiß? Ich hoffe, das schadet dem Datenträger nicht. Gut. Leute. Ich wünsche euch eine gute Nacht. Ja komm, die können wir mal ordentlich ausmachen. Schlaft schön, macht nicht mehr zu lange oder macht durch, keine Ahnung. Wundert mich, dass du so lange durchgehalten hast, Juna. Du hast ja gesagt, du wolltest eigentlich schon eher ins Bett. War auf jeden Fall ganz cool. Ich bedanke mich dafür nochmal. War doch recht lang. Achso, die Aufnahme sollte ich beenden. Ich muss mal gucken. Ich muss ja den Stream noch runterladen. Jo. Gut. Hier, Leute. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Wahrscheinlich nicht vor Freitag, weil ich muss nächste Woche ganz normal wieder arbeiten. Wurde etwas zu sehr gefesselt. Eieiei. So. Ja. Mal gucken, ne? Tschüss.